Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir verteilen jetzt 109 Millionen Euro und eine Koalition im Stadtrat hat sich darauf geeinigt, wie die 109 Millionen verteilt werden. Die 109 Millionen kommen daher, dass wir in Corona-Zeiten weniger Geld ausgegeben haben und dass der Bund uns geholfen hat. Und die Dissidentenfraktion möchte gerne 10 Millionen Euro davon umwidmen in drei sehr, sehr wichtige Sachen. Lassen Sie mich mal nulltens erklären, welche 10 Millionen. Es sind 10 Millionen vorgesehen für einen Kreuzungsbau, oder es sind zwei Kreuzungen, steht drin, für eine Schule. Seit wann eine Kreuzung, ein Straßenbau wichtig ist für eine Schule, weiß ich nicht. Selbst wenn es elementar wichtig ist, wir haben ja das Bekenntnis zum Leo-Gymnasium auch aufgeschrieben, dann soll bitte schön eine extra Vorlage kommen mit, wie sieht das aus, was ist geplant, warum ist das wichtig und nicht einfach so, 10 Millionen brauchen wir jetzt, okay? Also diese 10 Millionen möchten die Dissidenten für was anderes ausgeben. Erstens 1 Million der Sachsenenergie geben, weil wir haben der Sachsenenergie vor einem halben Jahr lang Geld weggenommen, damit die Sachsenenergie, also unsere Energieerzeugerin, damit sie ökologisch Strom- und Wärmeproduktion machen kann bei Prozessen, die heute noch nicht rentierlich sind, aber es bald rentierlich sein werden. Fanden wir alle zumindest 3,5 Millionen gut und jetzt könnten wir 1 Million drauflegen. Zweitens, 7,5 Millionen möchten wir der WED geben, damit sie Grundstücke kaufen kann, damit dort bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Also die Frage ist, eine Kreuzung machen oder bezahlbaren Wohnraum. Herr Schmählich wird nachher noch etwas genauer darauf eingehen. Und der letzte Punkt, drei Punkte sagte ich, der letzte Punkt ist, wir möchten 1,5 Millionen Euro für Luftfilter haben. Luftfilter für Schulen und Kitas, weil vor 3 Wochen haben wir ja schon mal drüber geredet, da haben die meisten von Ihnen ja so ein bisschen gelächelt, brauchen wir nicht. Man ist zwar froh, dass man die gleichen Fehler wie letztes Jahr wieder macht, wo man im Sommer sagt, ach, die Inzidenzen sind so klein und dann im September, Oktober, ups, ui, wo kommt das denn her? Nur, dass dieses Mal, wo kommt das denn her, sozusagen die vierte Welle, wird natürlich maßgeblich bei den unter 12-Jährigen, unter 18 auch, aber unter 12-Jährigen sein, schlicht und ergreifend, weil die sich gar nicht impfen können. Und natürlich werden dann wieder die Schulen zu sein und natürlich werden dann wieder die Eltern stöhnen und die Leute, wo die Eltern nicht arbeiten können, werden stöhnen. Und das ist alles nicht schön. Da brauchen wir gar nicht mit der Gesundheit der Kinder anzufangen. Ja, natürlich werden auch erkleckliche Kinder krank, schwer krank. Es ist auch nicht schön, wenn ein Kind dann auf der Intensivstation liegt und keinen Besuch bekommen kann. Long-Covid wissen wir auch nicht. Ja, wir lassen einfach die Kinder in nicht gereinigten Klassenräumen und Kitas spielen und sich da bewusst anstecken. Das könnten wir verhindern, denn anders als vor 3 Wochen gibt es mittlerweile ein Bundesprogramm, sodass das Geld, was wir jetzt eingestellt sind, der Eigenanteil ist. Man kann diese Dinge einfach bestellen, die kommen mit dem LKW angefahren, dann müssen die noch ein bisschen aufgestellt werden. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir sagen, wir gehen die Wette ein, wir machen jetzt nichts, wir lachen den Schulte-Wissermann aus, ja, das ist alles Quatsch, was der erzählt. Dann muss man aber auch die Verantwortung übernehmen, wenn im Herbst es hochgeht und dann möchte ich nicht hören, ui, das habe ich aber nicht gewusst. Okay, stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu, dann werden 10 Millionen, die wir, der Wirt lacht, ein kleiner Spaßkeks da. So, na gut, stimmen Sie dem Antrag zu. Es werden damit 3 gute Sachen gleichzeitig erledigt und gerade das mit dem Luftfiltern. Ich meine, wir werden sehen, wenn man mich auslacht in 5 Monaten, dann kann ich nur, dann wird über mich gelacht. Aber wenn man sozusagen, dich wird man nie auslachen. Da wird man sagen, warum hast du nur nicht das Richtige gemacht? Dankeschön.